Da ist er. Da vorne ist er. Ich muss mit ihm sprechen. Wenn du wegen des Läuterungsbads gekommen bist, musst du später wiederkommen. Ich suche nach Informationen. In dem Fall kannst du dich in den Hades verdrücken. Ich muss etwas über eine Spartanerin erfahren, die vor vielen Jahren hier vorbeikam. Hat dir der Vogel ins Ohr geschissen? Ich habe strikte Anweisungen, nicht mit Söldnern zu sprechen. Insbesondere nicht über Spartanerinnen oder verletzte Kinder. Mein Adler wird euch die Zunge rausreißen, Priester. Vergebt mir! Nicht die Zunge! Nicht wie bei Midon! Krysis bedroht jeden, der mit dem Adlermann spricht! Tut sie das? Erzählt mir mehr über die Frau und ihr Kind, und ich werde euch nicht im Badehaus ertränken. Wie wäre das? Bitte nicht! Da liegt schon eine Leiche drin! Was soll das heißen? Schlangen! Schlangen? Sie sind überall! Müssen aus der Tholos entkommen sein. Wir halten sie für Behandlungen. Sie sind in das Badehaus eingedrungen. Haben die Schlangen jemanden getötet? Einen Patienten, der sich selbst läuterte, als sie ausbrachen. Er hat panische Angst vor Schlangen, fiel sofort tot um. Jetzt ist er selbst ein Schlangennest geworden. Wenn ich mich um dieses Schlangenproblem kümmere, redet ihr dann mit mir? Aber ganz bestimmt sogar. Das Läuterungsbad ist ein wichtiger Teil des Heilungsprozesses. Ich kümmere mich um das Schlangenproblem. Und dann sagt ihr mir, was ich wissen will. Und? Ist das Badehaus schlangenfrei? Ich habe jedes dieser schleimigen Biester in kleine Stücke geschnitten. Meine Kinder! Was hast du mit meinen Kindern gemacht? Deine Schlangen haben mein Badehaus heimgesucht. Ein Patient ist gestorben. Du warst das! Tote Schlangen sind gute Schlangen. Das wirst du büßen. Ich verfluche dich! Nun? Nun was? Ich habe die Schlange erledigt. Jetzt erzählst du mir von der Spartanerin und ihrem Säugling. Ehrlich gesagt weiß ich gar nichts. War vor meiner Zeit. Der Einzige, der etwas weiß, ist Midon. Aber der sagt dir nichts. Der sagt keinem mehr irgendwas. Verfluchte Schlangen. Immerhin habe ich einen Namen. Midon. Ah!
Sei gegrüßt, junger Mann. Bist du hier, um Asklepios zu opfern? Nein. Ich suche eine spartanische Mutter, die das vielleicht tat. Die große Göttin Hera führt sehr viele Mütter zu diesem heiligen Ort. Ich bin schon alt und kann mich unmöglich an jede einzelne erinnern. Wozu dienen eigentlich diese Steinplatten? Sie dienen der Aufzeichnung. Wir verzeichnen jeden, der zu uns kommt, samt Krankheit und Behandlung, um den Ruhm des großen Asklepios zu mehren. Dann müsst ihr euch gar nicht erinnern. Ich muss nur die richtige Platte finden. Ja, natürlich. Das ist in der Tat sehr weise. Ich wünschte, ich hätte Zeit, um dir zu helfen. Hört mal, ich bin nicht gekommen, um euch weh zu tun. Ich suche nur nach meiner Mutter. Es ist Krysis. Sie kontrolliert jeden Priester in diesem Heiligtum und wird jeden vernichten, der es wagt, mit dem Adlermann zu reden. Dann redet nicht mit mir. Führt mich einfach nur zum richtigen Stein. Gut, dann folge mir. Schnell! Wir dürfen nicht auffallen. Geht voran. Hier entlang. Hier drüben. Wenn uns jemand sieht, dann werde ich meinen Kopf verlieren. In was für einem Heiligtum leben die eigenen Priester in Angst? Die Zeiten haben sich geändert, Adlermann. Ah, an die Geschichte erinnere ich mich. Es war während des großen Helotenaufstands. Du warst damals noch ein Kind. Bitte kein Geschichtsunterricht, nur die Details. Hier geht es um eine Frau, in deren Kehle Würmer hausten. Asklepios schnitt ihr den Kopf ab, wir entfernten die Würmer, dann setzte er ihr den Kopf im Schlaf wieder auf. Das ist nicht der richtige Stein. Ich frage mich, was Hippokrates von diesen Behandlungsmethoden hält. Hippokrates war ein guter Heiler. Er war vielversprechend. Was? Er kümmert sich doch nach wie vor um die Kranken. Er verlässt sich zu sehr auf seine Hände und zu wenig auf die Götter. Wenn es um Leben oder Tod geht, sind mir Hände lieber. Sind alle Krankheitsgeschichten so haarsträubend? Nun, die Schreiber wie Thukydides, Euripides oder der launhafte Aristophanes, sie wollen wahrheitsgetreu berichten. Aber was wirklich inspiriert, sind Größe, Magie und Götter. Dieser Stein erzählt von einem Mann mit Schwertwunden. Ein Rudel Hunde leckte sie sauber und Heureka! Wahrlich, der beste Freund des Menschen. Es ist hoffnungslos. Diese Geschichten geben den Menschen Hoffnung, Adlermann. Aber ich verliere meine. Erzähl mir etwas über Krysis. Sie ist eine mächtige und gefährliche Frau. Aber das war sie nicht immer. Sie wurde als Kind hier zurückgelassen und von den Priestern erzogen. Sie lehrten sie über die Götter. Sie lernte schnell, hatte einen ungebrochenen Willen. Und schon nach kurzer Zeit haben die Priester ihr zugehört. Sie wurde geliebt. Doch ihr Herz war erfüllt von einer Wut, die nicht besänftigt. Und was ist mit diesem hier? Lasst mich raten. Er erzählt von einer Blinden, deren Augen von Schlangen sauber geleckt wurden. Da steht, aus Sparta kam mit einem Kind, bat die Götter um Hilfe. Warum wurde das Meister herausgekratzt? Oh, ich erzähle es dir. Ich kenne die Geschichte auswendig. Die Spartanerin kam schmutzig und blutend von einer weiten Reise. Wir kümmerten uns um sie, gaben ihr Essen und ein Bad. Dann ging sie. Wohin sie ging, weiß ich nicht. Das Kind war nicht zu retten. Wer könnte wissen, wohin sie ging? Wir wurden entdeckt. Triff mich später, nahe des Olivenbaums des Herakles, am Eingang des Heiligtums. Ich habe vielleicht etwas für dich. Na, was haben wir denn hier? Ein Priester und einen Söldner auf einem Spaziergang? Mögen die Götter mit dir sein, Pleistos. Ich war gerade auf dem Weg zum Archiv, als ich auf den Söldner traf. Ist das so?
Und worüber habt ihr euch so angeregt unterhalten, wenn ich fragen darf? Ich bin schmutzig und könnte ein Bad gebrauchen. Dieser freundliche Priester hier hat mir den Weg zum Badehaus erklärt. Ja, so ist es. Das Badehaus ist gleich dort drüben. Nun, wenn ihr mich entschuldigt. Die Bäder sind für die Kranken da. Nicht dazu, das Blut von deinen Händen zu waschen. Geh! Dieser alte Priester, der sich am Baum versteckt. Der Baum des Herakles. Liebt man ihn wegen der Legende oder wegen seiner Oliven? Ich danke dir für deine Verschwiegenheit, Adlermann. Grüßes, Augen und Ohren sind überall in diesem Heiligtum. Was kannst du mir noch über die Spartanerin und ihr Kind erzählen? Die Frau ließ die Decke des Kindes zurück. Wir wollten sie ihr wiedergeben, doch die Erinnerung war zu schmerzlich für sie. Wo ging sie hin? Was geschah mit dem Kind? Krüses hatte recht. Du kennst die Regeln, Timoxenos. Du wirst ihren Zorn spüren. Pleistos, bitte! Stellt euch hinter mich, Priester. Ich kümmere mich um die beiden. Sie! Ah!